Hallo und herzlich willkommen zu Tierisch Aktuell hier aus dem Merkur in Aachen am Dom. Heute möchten wir einfach mal über die Verbindung zwischen Mensch und Tier sprechen. Und dafür habe ich mir eingeladen die Tierheilpraktikerin Martina Schieler aus Köln. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und vielen schon bekannt die Tierkommunikatorin Christiane Becker. Hallo. Hallo. Verbindung zwischen Mensch und Tier. Was sagt das aus? Wir haben ja alle eine sehr innige Verbindung zu unseren Tieren. Ja, die geht sehr, sehr, sehr tief, diese Verbindung. Die zeigt sich in so vielen Dingen. Jeder Hundehalter, denke ich, wird das ja wissen. Ne? Ich denke, das kennst du wahrscheinlich, wenn du in deiner Praxis einen Hund behandeln musst. Und ich meine, der Mensch, der ist dann schon mal emotional total aufgelöst, oder? Richtig, genau. Das projiziert sich sofort auf sein Tier. Man merkt das ja, wenn Herrchen mit seinem Hund reinkommt und ist völlig entspannt, dann gibt es auch keine Probleme bei der Untersuchung, bei der Besprechung. Ist er hingegen total nervös, weil er sich ja auch Sorgen um sein Tier macht, was ich nachvollziehen kann, dann hat man da ein richtig wibbeliges Tier vor sich, das man kaum beruhigt kriegt. Und das erschwert natürlich den weiteren Fortgang der Behandlung und Untersuchung erstmal. Aber meistens kriegt man beide dann doch wieder beruhigt und das klappt. Das heißt das also eigentlich, dass das Tier das Eigentliche widerspiegelt, was sein Herrchen, sein Frauchen eigentlich an Emotionen zeigt. Auch, ja, definitiv, ganz sicher. Sie reagieren ja auch enorm auf die Emotionen. Also manchmal spiegeln sie etwas wieder, ja, dass sie das wirklich in ihrem tierischen Leben auch darstellen. Aber sie reagieren eben auch manchmal einfach da drauf. Also, dass wenn jemand total super drauf ist, also wenn ich durch die Wohnung renne und total super drauf bin und morgens da einfach mal so tanze in der Wohnung, weil ein schönes Lied kommt und ich denke, hey, ich bin aber super drauf und die Katzen setzen sich vor mich und sagen, was ist mit dir los? Okay, ich bin ja schon ruhig. Also das heißt, wenn wir gut drauf sind, sind unsere Tiere auch gut drauf? Normalerweise ja. Oder erstaunt. Oder erstaunt. Also das heißt schon, dass man ganz klar mit den Tieren eine Einheit bildet. Definitiv. Auf jeden Fall. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und was noch hinzukommt, unsere Tiere spiegeln unsere Emotionen, also die Gefühle, die wir nach außen hin zeigen, aber auch die, die wir nicht zeigen, die wir nicht ausleben. Zum Beispiel? Wenn wir irgendwie, nehmen wir mal an, es ist eine nahestehende Person gestorben und wir trauern. Aber wir zeigen das nicht, wir bearbeiten dieses Thema nicht, sondern wir packen das ganz weit nach hinten, weil wir damit vielleicht auch im Moment nicht umgehen können. Aber es ist ja trotzdem da, diese Schwingung, also die Schwingung der Emotion ist ja da. Und das spüren unsere Tiere. Und ich habe es schon häufig erlebt in meiner Praxis, dass Tiere das dann nach einiger Zeit als Krankheit ausagieren. Was zum Beispiel, was war so ein Beispiel, was du also letztens, erlebt hast? Ja, letztens hatte ich ein Beispiel, das macht es ziemlich deutlich. Ein Herr kam zu mir mit seiner Podenco-Hündin, die er vom Tierschutz hatte. Zuerst war alles völlig in Ordnung, der Hund hat sich prima eingelebt. Und dann fing der an, seine Pfoten zu benagen. Erst ein bisschen, war am Lecken und das hat sich so gesteigert. Der Hund hatte überall kleine Wunden, die sich schön entzündet haben regelmäßig. Ein Drama. Und das hat Herrchen natürlich mega nervös gemacht. Der kam zu mir in die Praxis. Wir haben erstmal nach der Ernährung geschaut, Trockenfutter, also erstmal Ernährungsumstellung eingeleitet, entgiftet und danach ging es schon besser. Herrchen war Gott sei Dank auch bereit, sich auf Rohfütterung einzulassen, sodass der Aspekt jetzt erstmal optimiert war. Super. Da war ich auch echt froh. Ne? Super Nebeneffekt. Ja, denn nicht alle machen das ja. Ne? Nee. Viele wollen ja auch bei der Fütterung bleiben. Wir waren ganz happy, weil sich das Problem erstmal aufgelöst hat. Nach einiger Zeit ging es wieder los. Und noch stärker. Dann kamen die wieder zurück. Wir haben ausgetestet, ob es irgendwelche Futterallergien gibt oder Unverträglichkeiten. War aber nichts. Und dann hat der Herr so ein bisschen aus seinem Leben erzählt und hat berichtet, dass er kürzlich seine Stelle verloren hat. Er wurde gemobbt auf der Arbeit. War jetzt natürlich in Sorge, bald wieder eine neue Stelle zu finden, wollte aber eigentlich was ganz anderes beruflich machen, hat sich aber nicht rangetraut, ein Nervenbündel. Ein Nervenbündel, völlig Stress. Unstrukturiert, völlig gestresst und das hat der Hund ausagiert. Und dann hat
der Herr es geschafft, sich mehr Klarheit zu verschaffen über seine Situation und darüber, was er wirklich machen möchte. Und von dem Moment an ging es dem Hund besser. Und das finde ich so spannend, weil es nicht nötig ist, dass direkt die Lösung herbeigeführt wird für irgendwelche Probleme. Einfach dieser Moment der Klarheit. Wenn Herrchen, Frauchen dann wissen, ja, wo geht's weiter, ne? Ja. Wie gehe ich mit diesem Thema um, dann kann da Heilung, ja, geschehen. Mhm. Christian, hast du das auch erfahren? Absolut. In der Tierkommunikation? Absolut. Zum Beispiel? Im Prinzip genau gleich. Mhm. Das ist jetzt die Kündigung von dem Arbeitgeber sein oder auch den Verlust von einem Menschen, wenn die Menschen das so wegpacken und versuchen, das zu verdrängen und ja, so in sich hineinfressen, selber noch Magenprobleme vielleicht bekommen davon, dann zeigen die Tiere das auf eine bestimmte Art und Weise. Und jeder sucht sich da so einen anderen Weg. Die Katzen fangen manchmal an zu pinkeln, ja, Hunde fangen an, ganz oft auch zu lecken. Mhm. Muss aber dazu sagen, ist nicht immer auch ein Signal für Stress. Beim Menschen kann auch was anderes sein, klar, wie Ernährung zum Beispiel. Ja, das muss man natürlich erst abklären. Auch. Ja. Ja. Mhm. Aber das kenne ich so auch. Ja. Also das heißt eigentlich, dass wir unsere Emotionen, die wir nicht rauslassen, wenn wir sehr stark mit einem Tier verbunden sind, ja, die nehmen das wirklich auf und zeigen das. Zeigen das durch Krankheiten oder durch Aggressionen vielleicht oder auch irgendwas anderes. Auch. Was kann man dagegen tun? Ich finde, allein so ein Gespräch darüber reicht oft schon. Also wenn die Leute mich anrufen und fragen, ja, also ich sage jetzt einfach mal, Katze pinkelt dahin, was ist denn nur? Und ich dann nur rausfinden kann, ja, das ist einfach zu unruhig bei euch. Die Katze ist gestresst, richtig gestresst. Und ich sage, ja, aber kann doch gar nicht sein und ist doch gar nichts. Wir sind so nett zu der Katze und wir kümmern uns um sie. Sie ist Mitglied in unserer Familie, sitzt vielleicht noch auf dem Extrastühlchen mit am Tisch. Also ganz toll. Ich denke, ja, was kann denn das sein? Aber die Katze ist gestresst. Ist vielleicht irgendwas in ihrem Leben? Ich kriege irgendwie, die Katze ist gestresst und so ein Gefühl, als ob sie es aufnimmt von ihnen, als ob sie es vielleicht rauslässt für sie. Kann das vielleicht sein? Spüren sie da mal rein. Was im Job, in der Familie? Ja, ich bin, ja, ja, kann, ja, ist schon, ja, ich bin wenig da, ja, oder Stelle verloren. Oder wenn dann die Leute anfangen, darüber zu reden, sich das so bewusst machen und verstehen, warum das Tier so handelt, das kann schon alles bewirken. Das hatte ich erst neulich, Katze hört sofort auf zu pinkeln oder Katze hört auf, aufs Bett zu machen, also so Häufchen zu machen oder was anzuknabbern, geht plötzlich wieder raus. Das ist von einer Sekunde auf den anderen dann sogar manchmal schon behoben, wenn die Menschen bereit sind, das wahrzunehmen, sich bewusst zu machen und das Tier zu verstehen. Dann sagt man ja immer, Katzen sind eigentlich eigenständig, unabhängig, ja. Man glaubt ja gar nicht, dass die das so stark dann glaubt aufnehmen. Man nicht, ne? Ja, weil die ja ihr eigenes Leben eigentlich führen. Machen doch nur Hunde, oder? Nee. Ja, man denkt, die sind so autark, ne? dass sie das gar nicht tangiert irgendwie. Aber also ich erlebe das auch immer wieder, dass das ganz, ganz feinsinnige Wesen sind, die wirklich Antennen haben. Absolut. Und also jede Schwingung wahrnehmen. Ne? Ja. Also, das ist ganz toll, oder? Mhm. Ich bin also immer ganz begeistert. Ja, also ich merke das bei unseren Tieren, bei Katzen und Hunden auch so, seit wir jetzt sehr viel unterwegs sind. Ja? Mhm. Unsere Hündin nimmt immer mehr zu, klaut immer mehr an Katzenfutter und allem drum und dran. Und du nimmst immer mehr ab, oder? Das ist alles Positive daran. Aber unsere Katze fängt nachts an zu schreien, als ob sie sagen, hey, ich bin auch da, seid ihr auch da. Ja? Katzen sind so eigenständig und werden dann immer vergessen. Und das macht sie aber nur dann nachts, wenn alles dunkel ist, wenn es dann ruhig ist, auf einmal fängt sie an zu schreien. Und dann muss man sie holen, ins Bett holen oder einfach rufen, dann hört sie sofort. Aber das ist also auch so was mir jetzt, wie du es gesagt hast, einfach aufgefallen ist, das macht die, seit wir halt sehr viel unterwegs sind. Ja. Also das heißt, die nehmen schon ganz viel an. Ganz viel wahr, sage ich immer. Die nehmen sehr viel wahr und reagieren darauf. Das ist eigentlich das Schöne, weil es ist ja eine Chance auch für uns. Ne? Wenn wir das wahrnehmen oder uns bewusst machen, dass sie das tun, können wir auch gucken, ja, wie können wir ihnen helfen? Da ist was bei mir, wie das Schreien nachts oder das Pinkeln. Da muss ja was sein, da muss ja ein Grund sein. Ich finde es immer auch gut, wenn abgeklärt wird vorher, ja, da ist wirklich nichts körperlich von mir aus, von einem Tierarzt, von einem Tierheilpraktiker. Oder gerade bei Pinkelkratzen, den sogenannten, ne, dass da nicht eine Blasenentzündung übersehen wird. Das kann wird. Ja auch. Ne? Ja. Oder Harnsteine.
Stolpersteine, ja, genau. Wie sowas, genau. Das finde ich schon auch wichtig. Mhm. Und wenn das alles nicht ist, ja, dann muss es ja doch einen anderen Grund geben. Ne? Und dann kann man gucken. Ich glaube auch vor allen Dingen, wenn man mit Tieren sehr eng verbunden ist, ja, dann ist es noch schlimmer, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Also ich sehe das bei mir zu Hause auch immer. Also ich bin da wirklich, wenn ich da bin, sind alle in meinem Büro und liegen nur da auf dem Schreibtisch und allem drum und dran. Und wenn ich gehe, merkst du richtig, dass unsere Hündin traurig wird, ja, dass sie sich schon abseits legt. Mhm. Oder, also das heißt, wenn du mit deinen Tieren sehr stark verbunden bist, dann sollte man wirklich ganz klar auf die Tiere auch achten, was sie einem zeigen. Eingehen. Mhm. Oder einfach nur qualitätsvolle Zeit mit ihnen verbringen. Mhm. Ne? Nicht so nebenbei. Das habe ich auch ganz oft, dass eine Katze sagt, ja, ich, oder auch ein Hund, ne, kümmere dich mal um mich. Und der Mensch sagt dann, aber ich bin doch da. Ja, genau, dann kommt das Ei ein. Ne? So, ich rede mit dir, aber du bist ja auch da. Ne? Und das wollen die gar dann nicht. Dann ganz bewusst sich wirklich dem Tier widmen. Genau. Mhm. Finde ich sehr wichtig. Wenn sich jetzt so ein Tier so verändert, ja, wenn es auf einmal aggressiv wird oder an den Füßen nagt oder unsauber wird, was muss ich als erstes mal beachten? Ja, also ich würde auf jeden Fall als erstes mal organische Ursachen ausschließen. Mhm. Das ist klar. Nicht, dass man da irgendwas übersieht und es wird immer schlimmer. Also ich denke, als Tierbesitzer ist es gar nicht so einfach, diese Spiegelfunktion des eigenen Tieres dann wahrzunehmen und auch zu deuten. Ne? Weil man, ich kenne das ja bei meinen Hunden. Weil man so eng verbandelt ist und dann kommen auch so eine Art Schuldgefühle hinzu. Dann denkt man, boah, jetzt mein Hund lebt jetzt hier irgendwas für mich aus. Der ist jetzt krank, weil ich irgendwelche Emotionen nicht bearbeitet kriege. Muss gar nicht. Nee, muss gar nicht. Aber dieser Schuldaspekt kommt ja dann oft hoch. Ne? Ja. Und also ich glaube, es hilft auf jeden Fall mit einer dritten oder vielmehr zweiten Person drüber zu sprechen und da auch ganz ruhig ranzugehen und einfach mal, wie du es gerade gesagt hast, zu gucken, was ist denn gerade im Leben los? Gibt es irgendwas, was mir selber vielleicht gar nicht auffällt oder klar ist? Wo habe ich Spannungen, die mich ganz doll beeinträchtigen? Wo ist irgendwas nicht okay? Und darauf kommt man ja allein nicht drauf. Christiane, jetzt bist du ja Tierkommunikatorin, redest ja mit den Tieren. Was sagen die Tiere dir, wenn du in so einen Fall reingerufen bist, dass sich ein Tier komplett verändert, dass es sich vielleicht zurückzieht und? Was zeigen die Tiere dir? Gefühle. Ganz oft kommen zuerst mal Gefühle, dass ich merke, mein Gott, der ist aber im Stress oder da hat es richtig im Magen. So, das ist noch nicht mal irgendwie was Körperliches, sondern da setzt sich richtig was ganz anders ab, so ein Kloß im Magen. Ne? Spürst du das dann quasi als Gefühl in deinem Körper? Das ist manchmal nicht immer angenehm. Aber ich kann ja da wieder rausgehen, also das muss man auch können, weil sonst wäre das fatal. Ne? Also zuerst spüre ich, das finde ich immer bei mir so das Zuverlässigste, aber das macht auch jede wieder anders. Mhm. Da hat jeder so ihren anderen Zugang. Ne? Dann gehe ich hin und sage, zeig mir was aus dem Umfeld oder warum machst du das? Gib mir mal eine direkte Antwort darauf. Geht das? Kannst du das beschreiben? Kriege ich Gefühle oder Bilder geschickt oder Worte? Oder der sagt das richtig direkt. Mhm. Das hängt vom Tier ab. Das kann ich nicht immer steuern. Mhm. Aber wenn der Mensch offen ist und wir wirklich damit arbeiten können, darüber reden können, dann können wir da näher rangehen, gezielter nachfragen, das so richtig erschließen. Mhm. Oder das Tier zeigt mir dann plötzlich, beschreibt mir hier einen Hund, gibt es den? Ja, der lebt jetzt auch bei uns, ne? Das ist der zweite Hund von uns oder irgendwie sowas. Ne? Und dann kommt man der Sache schon näher, dann warum zeigt das Tier das andere Tier? Oder warum zeigt es mir, was weiß ich, die Umgebung? Ne? Kann ja auch eine Rolle spielen, dass draußen irgendwas gewesen ist. Und als Mensch nimmt man das ja auch nicht immer bewusst wahr. Das, was im Umfeld passiert oder Stress von Nachbarn oder dass die sich viel streiten und das Tier ist oft alleine zu Hause und hört vielleicht das von den Nachbarn. Das muss noch nicht mal was von einem selber dann sein. Ne? Aber diese Atmosphäre, die dann in dem Haus vielleicht herrscht, in dem Mietshaus, das kann alles für das Tier bedeuten und verändern und Stress auslösen. Ne? Wenn es dir so ein Tier zeigt, also bei uns in der Familie ist irgendwas nicht in Ordnung, wie reagieren die Menschen darauf, wenn du sagst, hier ist irgendwas nicht... Baff. Aber ist das nicht oft auch schwierig?
Also ich muss schon, ein bisschen sensibel damit umgehen. Ja, privat. Ich muss schon sehr sensibel. Ja, es geht nicht anders. Mhm. Ich kann nicht zu einem wildfremden Menschen sagen, also grob gesagt, scheide dich von deinem Mann oder so. Oder kündige am besten deinen Job. Das geht ja gar nicht. Also das weiß, denke ich, hoffentlich auch jeder. Ne? Ja. Ich taste mich da einfach so vor. Ich schaue, wie offen die Person ist, wie weit ich sowas sagen kann. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn das dir das so direkt sagt, dann hat es auch seinen Grund, warum es so direkt kommt. Mhm. Und manchmal braucht man ja, weiß man von sich selber ja auch, so einen Wachrüttler. Aber da ist so, da gehe ich wirklich vorsichtig mit um. Ne? Mhm. Und die Entscheidung obliegt ja immer noch dem Menschen selber, ne, und nicht mir. Ich schreibe denen ja in dem Moment nicht vor, was sie zu tun und zu lassen haben. Das muss denen auch klar sein eigentlich. Und wenn die Menschen nicht bereit sind, was zu ändern, das ist ja dann auch schwierig. Schwierig. Ich habe das auch schon gehört von Tieren, die immer wieder auf den Missstand hingewiesen haben und dann irgendwann auch so frustriert waren, weil sich nichts geändert hat, da hört dann auch dieses sogenannte Verhaltensauffälligkeit, die hört dann einfach nicht auf. Mhm. Das bringen sie immer wieder und wieder und sagen, da guck hin, da änder das. Ja. Und mir reicht's jetzt. Ne? Mir stinkt's wirklich gewaltig. Und das äußern sie dann auch so. Ja, im Zweifelsfall landen die dann irgendwann im Tierheim. Ne? Also leider Gottes, ja. Auf der anderen Seite, vielleicht ist das ja auch eine neue Chance. Eine neue Chance, ja. Muss man mal so auch sehen. Ne? Oh, jetzt haben wir ja nur von diesen traurigen Gefühlen gesprochen. Stimmt. Gehen wir mal einfach wieder in die glücklichen Gefühle rein. Ja? Merkt ein Tier auch, Katze, Hund, Pferd, ja, wenn man gut drauf ist, wenn alles positiv läuft, absolut, kann das auch der Mensch dann schaffen, für sich einfach auch zu nutzen? Klar. Ja. Klar. Das ist ja, also ich merke das, wir haben zwei Hunde, einer ist schon sehr alt, jetzt 15, 16, genau wissen wir es nicht, und läuft auch sehr stark, sich weil er Arthrose hat. Aber wenn er gut drauf ist und dann da rumfetzt und rumspringt, dann geht mir so das Herz auf, egal wie ich vorher drauf war. Dann geht es mir direkt auch gut. Mhm. Also ich glaube, das ist im Umkehrschluss auch, oder wenn man ein Pferd, ne, über die Wiese galoppieren sieht oder Katzen, das ist so schön. Das ist, wenn Tiere so ausgelassen und voller Lebensfreude sind, dann teilt sich das schon gut mit. Ne? Ich finde, das ist immer so ein Kreislauf. Also wenn ich an meine kleine Katze jetzt denke, die sitzt dann abends, ich komme da müde von der Arbeit und oh, ich möchte eigentlich nur aufs Sofa und entspannen und sie sitzt da. Spiel mit mir. Und ich so, na gut, ich stehe ja schon auf. Ne? Und dann ist sie, ich habe zwar nicht wirklich immer Lust dazu, weil ich dann müde bin, aber dann ist die so begeistert dabei, dann sause ich mir dir durch die Wohnung, dann schmeiße ich die Bälle und lache, dann geht es mir besser. Ja. Und gleichzeitig, das ist so ein gegenseitig Aufheizen dann. Ne? Uns geht es beiden richtig gut. Mhm. Das heißt, du bekommst dann auch wieder Power und musst dann nicht unbedingt auf den Sofa. Nicht unbedingt. Also das heißt, Tiere können uns auch wahnsinnig Freude bereiten. Ja. Ja. Wenn wir traurig sind, dass sie dann den Klon machen oder irgendwas Dummes machen, wo wir dann wieder drüber lachen können. Ganz genau. Und. Was macht denn Stress mit Tieren? Also Stress, wenn wir Menschen Stress haben, aber auch wenn Tiere Stress haben. Wie verändert das die Tiere und den Menschen? Verhaltensauffälligkeiten und Erkrankungen. Okay, also das fasst in kurz zusammen. Zeigt also auch wieder ganz klar, da passiert irgendwas mit dem Menschen und dem Tier. Mhm. Was ist denn für ein Tier schlimmer? Kannst du vielleicht sagen aus der Tierkommunikation, wenn das Tier Stress hat oder wenn der Mensch Stress hat und das Tier spiegelt das? Was ist schlimmer? Für ein Tier jetzt mal. Das finde ich schwer zu beurteilen, weil ja auch die Tiere unterschiedliche Ansprüche haben. Wenn ich jetzt mal wieder beim Beispiel Katze bleibe, Hauskatze, wenn ich eine Hauskatze habe, die in ihren Genen schon drin hat, stammt von einer Straßenkatze ab und die will raus und wird aber nur drinnen gehalten, dann ist das schon mal ein enormer Stress für die. Wenn der Mensch da nicht drauf eingeht, steigt der Stresslevel. Wenn dann der Mensch auch noch Stress hat, dann ist alles vorbei. Ja, dann ist gleich alles vorbei. Okay. Martina, als Tierheilpraktikerin, wenn du solche Tiere und Menschen in deine Praxis bekommst, wie kannst du dann Tier und Mensch helfen?
Natürlich arbeiten wir erstmal eine Behandlung aus für das Tier mit naturheilkundlichen Methoden. Denn das ist ja so die Priorität, die der Tierhalter hat. Er möchte, dass seinem Tier jetzt erstmal geholfen wird, egal was dahinter steckt. Das machen wir natürlich auch. Wenn sich herausstellt, dass die Erkrankung wirklich mit dem, ich sag mal, seelischen Zustand des Besitzers zu tun hat und der Besitzer auch bereit ist, da tiefer zu gehen und drüber zu sprechen und offen ist, das ist ja die Voraussetzung, ist ja nicht jeder, dann kann man durch ein Gespräch rausarbeiten, welche Themen da vielleicht gerade aktuell sind. Oder ich biete auch energetische Heilbehandlungen an. Da werden die Energiezentren, also Chakren, Aura, Meridiane, ausgetestet, ob irgendwo Blockaden sind oder zu wenig, zu viel Energie. Und diese Energiezentren sind ja auch mit bestimmten Themen verbunden. Und so können wir dann gemeinsam rausarbeiten, wo vielleicht gerade mal hingeschaut werden sollte. Und das kann der Besitzer wirklich mit nach Hause nehmen. Das muss man ja dann nicht alles offenbaren. Und schauen, wie er damit umgeht und ob das Thema nicht vielleicht wirklich mal angeschaut werden möchte. Wie bist du zur Tierheilpraktikerin überhaupt geworden? Wie bist du dazu gekommen? Wir hatten eine recht betagte Hoverwart-Hündin, die zunehmend an Herzschwäche litt. Also sind wir dann klar. Es gibt doch immer die Tiere, die sowas machen. Das ist immer dasselbe, ne? Das lese ich auch überall auf anderen Websites. Eigentlich sind fast alle, glaube ich, so dahin gekommen. Wir sind zum Tierarzt gegangen, haben natürlich dann die Medikationen angewandt, hat aber nichts gebracht. Also Bianca hieß die, der ging es immer schlechter. Und dann hat mir jemand den Tipp gegeben, da kenne ich einen super Tierheilpraktiker in der Eifel, geh doch mal dahin. Haben wir auch gemacht. Und er hat uns dann zwei homöopathische und ein pflanzliches Mittel für Bianca mitgegeben. Die anderen Sachen haben wir abgesetzt und ihr ging es immer besser. Und die war also quasi beschwerdefrei bis zu ihrem Tod, was dann Gott sei Dank noch 4 Jahre dauerte. Und da war ich so begeistert von diesem Effekt auch, ne? Also A, ohne Nebenwirkungen und B, super effektiv, dass ich gedacht habe, ich möchte da selber irgendwie Tieren helfen können und das als Beruf ausüben. Und dann hast du gesagt, okay, dann lerne ich jetzt mal Tierheilpraktikerin. Ja, okay. Genau. Seit wie vielen Jahren praktizierst du jetzt schon? Seit 2007 mache ich das. Christiane, wie bist du zur Tierkommunikation gekommen? Na, mich hat das Pferd dahin getreten. Hingetreten, aua, das tut weh. Nein, es tat gar nicht weh. Nee, ich hatte einfach ein bisschen Probleme mit dem Tier, mit meinem Pferd damals und dass ich mit ihr nicht so klar kam und dann hatte sie auch noch einen Unfall gehabt. Da kam ich dann zur Homöopathie, fand das ganz spannend, eben wie schnell die reagiert hat, wie gut sie reagiert hat. Und dann ging das einfach auch tiefer, ne? Wenn Pferde auf solche feinen Sachen reagieren, da ist doch mehr. Dann auch noch, ja, Reiki habe ich dann auch noch gemacht und schon mit dem Reiki habe ich dann wirklich gemerkt, da kommt viel mehr Information. Das will ich jetzt auch können, das ist spannend, das ist interessant und dann kam ich zur Tierkommunikation und jetzt macht das einfach einen Riesenspaß. Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt? 2006, glaube ich. Okay. Das heißt, man kommt schon über Tiere immer wieder an solche Berufe oder Berufungen dann also auch wirklich dran. Ja. Oft aus der eigenen Not raus eigentlich, ne? Ja. War ja bei dir im Prinzip auch so. Man kommt so nicht weiter und muss sich irgendeine neue Möglichkeit suchen, um dem Tier helfen zu können. Ja. Jetzt bist du ja Tierheilpraktikerin und machst ja auch noch viele andere Sachen. Wir haben eben schon mal über Ernährung gesprochen, was auch ein wichtiges Thema für dich ist. Warum? Oh, das ist mit mein Lieblingsthema. Also wenn wir von der ganzheitlichen Betrachtung aller Lebewesen ausgehen, sprich Körper, Geist und Seele, ist der Körper ja quasi die Basis. Und wenn die Basis nicht gesund, nicht in Ordnung ist, dann kann das Ganze ja auch nicht klappen. Deswegen biete ich eigentlich oder lege ich einen ganz großen Fokus in jeder Beratung auf die Ernährung des Tieres, die artgerecht und naturbelassen sein sollte. Der Stoffwechsel wird dann nicht zusätzlich belastet. Die Organe können einwandfrei funktionieren und das Immunsystem kann eben auch seinen Job tun, was nicht der Fall ist, wenn der ganze Körper verpumpt ist von irgendwelchem industriell gefertigtem Futter. Also das artgerechte Tiernahrung ist für dich?
Jetzt im Fall von Hund und Katze favorisiere ich eigentlich die Rohfütterung, ganz klar. Also Barfen. Barfen, genau. Mhm. Denn das kommt ja dem Erlegen der Beute und Verspeisen fast aller Teile am nächsten. Mhm. Und man kann das ja auch sehr schön selber machen. Ist gar nicht so kompliziert, wie viele denken. Jetzt haben manche natürlich keine Lust, mit rohem Fleisch zu hantieren. Dann gibt es auch einige gute Dosenfutter. Mhm. Im Handel. Aber mittlerweile gibt es ja auch schon Frischfleisch eingefroren. Ja, das gibt es auch, genauso Lieferservice. Dann ist es auch schon zusammengesetzt mit Gemüse, Obst, Kräutern und so weiter. Also es ist echt nicht mehr schwierig heutzutage. Mhm. Und eigentlich auch für die Gesundheit des Tieres auf jeden Fall besser. Definitiv. Auf jeden Fall, unbedingt. Definitiv. Ja. Also wenn ich da gerade einhaken darf, ich habe das an meinem Kater gesehen. Der steht auf Trockenfutter, das knackt so schön, sagt er immer. Okay. Deswegen kriegt er auch noch ein bisschen, das ist unser Deal, er darf ein bisschen. Super, und dann. Aber ich hatte immer so das Gefühl gehabt, der staubt irgendwie immer, der glänzt nicht so richtig. So. Ja. Entschuldigung. Und dann habe ich angefangen, ihm Fleisch so unterzujubeln so ein bisschen und ja, mit langen Zähnen nimmt er das dann auch. Aber wenn er eben eine gewisse Menge futtert, sein Fell glänzt, der fässt sich, wie Seide fässt er sich an, so weich, so soft, du machst es schön. Und so sterben für Hähnchenbrust. Also ja, das tun die auch absolut. Jeden Tag ein bisschen absolut. Hähnchenbrust muss sein, trotz Trockenfutter, trotz Nassfutter noch, aber das wird favorisiert, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ich denke, Trockenfutter trocknet die Tiere aus. Auf jeden Fall. Gut Deutsch. Also neben allem anderen, ne? Ja, genau. da gibt es noch andere Nebenwirkungen. Also ich habe vielleicht noch ein gutes Beispiel dafür. Unser Hund Paco, den haben wir von Lanzarote mitgebracht, mit einem doppelten Hüftbruch. Alles schief zusammengewachsen. Dadurch hat er jetzt im hohen Alter auch überall Arthrose und die Gelenke vorne sind halt überlastet. Und er lief schon immer so ein bisschen eirig. Und den habe ich halt früher auch gefüttert mit handelsüblichen, ich sage jetzt keine Namen, Futtermarken, Trockenfutter, nass, alles durcheinander. Habe ja keine Ahnung gehabt. Ne? Man glaubt ja, dass was draufsteht. Und irgendwann konnte er fast nicht mehr laufen. Also der kam kaum noch die 300 Meter bis zur nächsten Hundewiese. Ein Elend. Und dann habe ich umgestellt auf Rohfütterung. Mhm. Und es hat nicht lange gedauert. Die Gelenke sind abgeschwollen. Ich meine, er läuft jetzt nicht kür. Es sieht immer noch eirig aus, aber er kann laufen. Der geht heute noch locker anderthalb Stunden mit uns spazieren. Und so kam ich da dran und bin echt überzeugt. Worauf muss man beim Barfen achten? Was dürfen Sie haben, was dürfen Sie nicht haben? Das kommt jetzt ein bisschen aufs Alter an auch und ob irgendwelche Krankheiten vorliegen. Mhm. Also Schwein sollte man nicht verfüttern, denn in rohem Schweinefleisch kann dieser Ojetski-Virus drin sein. Ist also besser nicht. Außerdem ist es sehr histaminhaltig. Ansonsten können prinzipiell alle Fleischsorten gefüttert werden. Natürlich brauchen der Hund jetzt noch mehr als die Katze, auch Vitamine. Also sollte auch Gemüse, Obst, Kräuter und so weiter dabei sein. Kann man ja einen Mixer tun und dann drüber geben. Ja. Man kann auch Hirse, Buchweizen, Amaranth, Kartoffeln drunter mischen. Okay. Reis, ja. Genau, ist also echt nicht also sehr eigentlich kompliziert. Das, was wir essen, nur in roh halt. Im Prinzip kann man, Gemüse haben wir ja immer zu Hause. Ja. Ich gucke auch mal, was habe ich gerade da, ab in den Mixer und drüber. Aber Gemüse kann gekocht oder auch roh verfüttert werden? Also ich finde roh besser, denn dann sind die Vitamine noch enthalten. Es muss halt ganz, ganz klein gemixt werden. Also raspeln reicht da nicht, weil der Darm der Hunde und Katzen zu kurz ist, um das aufschließen zu können. Ich habe aber jetzt bei Kohl und bei Karotten zum Beispiel gelesen, dass es wirklich abgekocht sollte werden. Ja? Damit es einfach so ein bisschen besser verdaulich ist. Also bei Kohl, also sollte eh nicht allzu sehr oder allzu oft gegeben werden, weil es ja stark bläht, kennen wir ja auch. Karotten, also das ist mir nicht bekannt. Also ich habe es jetzt gelesen, aber das ist auch, darum frage ich einfach nochmal, weil man mir gesagt hat, oder auch ich es auch gelesen habe, dass Karotten und Kohl, wenn man es gibt, dann auch abgekocht werden sollte, wegen der Verdauung halt auch einfach. Ja? Also ich mix Karotten klein und bisher hat es geklappt. Gut, kein Problem. Keiner explodiert.
Ich weiß auch nicht, ob sie explodieren danach. Also das wäre noch viel schlimmer, ja? Also ich habe neulich sogar im Internet, ich gucke ja auch immer wieder mal bei Fütterungen von Katzen jetzt speziell, weil ich die nun habe, da war ich eigentlich ein bisschen erschrocken, eine Seite zu finden, die sagt, ah, oh, Rohfütterung, ganz toll, können Sie alles selber machen. Nehmen Sie doch am besten hier noch ein bisschen Rogger und Roggen, Hafer und so Sachen mit rein, also Getreide mit rein. Das ist bei Katzen natürlich das gar Gift. Nicht angesagt. Ja. Und er dachte, da wird das so propagiert und wiederum verkauft, als ob das so toll wäre. Ja, da füttere ich mir doch das gleiche Problem wieder ins Haus. Ja, natürlich, klar. Getreide ist halt eigentlich für Tiere, für Hunde und Katzen gar nicht geeignet. Also für Katzen auf jeden Fall überhaupt nicht. Und dann kommt es auch noch drauf an, was. Ne? Also jetzt mal ein bisschen Hirse oder so. Jetzt bei Hunden macht ja nur nichts, aber... Ja, Katze ist was anderes. Ja, klar. Wie ist das? Jetzt gehen wir nochmal auf diese Gefühlsebene der Tiere zurück, auf dieses Spiegeln von Gefühlen von Mensch und Tier. Geht das jetzt auch bei Besuchern, dass die Tiere darauf reagieren? Ja. Okay. Ja, inwiefern? Das können sie auch. Ich habe das bei meinen Kursen schon mal ganz toll erlebt. Wenn eine Person sehr aufgeregt ist oder so, ich sage jetzt mal, die Bodenhaftung ein bisschen verloren hat, dann hat sich mein Kater schon einmal quer über die Füße gelegt. Ja, deutlicher geht's nicht. Nee, ne? Erde dich bitte. Erde dich. Okay. Also das heißt, auch da auch das geht, sind die Tiere schon ganz klar so, dass sie sagen, okay. Ja. Oder wenn Besuch kommt und die Türe geht auf und der Hund ist auf einmal verschwunden oder die Katze. Würde ich mal nachdenken. Nee, das kann ja auch daran liegen, dass das Tier einfach ein bisschen ängstlich ist, sich zurückzieht oder sich einfach nicht mit dem Besuch beschäftigen will. Aber ich habe das schon jetzt ganz neulich erst von einer Freundin gehört. Die ist auch mit einer anderen Freundin wieder im Auto gefahren plus Hund. Und die eine war recht traurig und erzählte davon. Und der Hund von der Zuhörerin legte dann wirklich der Frau so die Pfote auf den Arm. Komm, das ist okay. Und das fand ich wirklich total süß. Also lenkt auch so ein bisschen ab dann. Also das heißt auch eigentlich, dass die Tiere schon wissen, worüber wir reden. Ja. Ich glaube, das ist auch noch so ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht nur reden, sondern auch denken. Die Gedanken, die ja irgendwie permanent, ne, bla bla bla, ständig da am Ablaufen sind und meistens ja doch sehr unbewusst, wenn ich mal von mir ausgehe. Von uns allen, glaube ich. Na, das ist ja immer am Rattern. Ja. Und wenn man sich Gedanken wie Energie vorstellt, strahlt es ja alles schön nach außen in die Umgebung. Von außen kommt ganz viel auch auf uns zu, was wir zwar irgendwo klar merken, aber nicht wirklich registrieren. Und das kriegen die Tiere natürlich auch alle voll ab. Ja. Kann ich denn mein Tier irgendwie schützen? Gute Frage. Viele Tiere können es bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal, selber. Aber wenn zu viel Stress auf sie einprallt, dann sollte man schon noch eingreifen und sie schützen. Das ist, denke ich, auch ein bisschen unsere Aufgabe. Wie kann ich das? Wie kann ich das? Wenn man merkt, dass, ich sage jetzt mal, ein Besuch unheimlich viel Stress auslöst bei dem Tier, das Tier aus dieser Situation rausziehen. Oder wenn eine bestimmte Situation, auch bei Pferden, ich habe das auch neulich bei meinem neuen Pferd gesehen, wenn eine bestimmte Situation enorm viel Stress auslöst, kann ich dafür Sorge tragen, dass ich es abschaffe, dass ich eine Lösung versuche, eine Lösung zu finden, dass das Tier mehr in die Ruhe kommt. Das kann man durchaus machen. Also ist es eigentlich eine Verantwortung für unser Tier, die wir haben, schon auch immer mal wieder zu gucken, wie reagiert das Tier, was ist mit dem Tier los, wie hat es sich verändert, ist es trauriger, ruhiger geworden, ist es nicht mehr so agil, liegt es nur noch rum? Ja. Und solche Sachen halt einfach, wo man einfach sagt, dann muss ich auch mal was tun oder einfach mal schauen, was bei mir los ist. Ja, ich denke schon, das liegt ein bisschen in unserer Hand. Oder hauptsächlich sogar, wenn wir Haustiere haben, die vielleicht sogar nicht mal vor die Tür kommen wie eine Katze, dann gehört das zu meinen Aufgaben, finde ich. Meine Verantwortung. Wie ist die Resonanz bei dir in der Praxis auf dieses Tierangebot, dass du sagst, okay, wir schauen mal, was das Tier vielleicht hat, was es mit dem Menschen verbindet? Wie ist die Resonanz bei dir in der Praxis?
Auf meine naturheilkundlichen Angebote ist die Resonanz gut. Mhm. Ich denke, es liegt daran, dass inzwischen viele Menschen auch für sich selber den Heilpraktiker in Anspruch nehmen und sehen, wie effektiv diese Methoden sind. Und das möchten sie halt auch für ihre Tiere. Nicht mehr so viel Nebenwirkungen, sanft heilen. Also die Tendenz ist auf jeden Fall da. Was jetzt dieses energetische Angebot anbelangt, das ist noch relativ neu. Also ich glaube, da müssen sich die Leute auch noch mehr für öffnen. Ja. Denn das ist ja ungewohnt, ne, wenn mein Tier krank ist, dann eventuell bei mir schauen zu müssen, ob da irgendwas im Argen ist. Im Argen klingt jetzt schon wieder blöd. Also ob vielleicht irgendwas optimiert werden kann oder Stress abgebaut werden kann, damit es meinem Tier besser geht. Mhm. Da sind nicht alle bereit zu. Oder viele können sich das auch nicht vorstellen. Ja, okay. Also viele können sich wirklich nicht vorstellen, dass durch ihre eigenen Emotionen und Verhaltensweisen das Tier eine Krankheit manifestiert. Mhm. Ist ja auch erstmal ein bisschen ungewohnt. Andersrum geht's auch. Mir fällt gerade, wo du das erzählst, sowas ein. Ich dachte, ja, das geht auch andersrum. Da hat jemand angerufen, weil sie konnte nachts nicht mehr schlafen. Sie war schon im Stress wegen Schlaflosigkeit, weil der Kater immer über die kleine Katze hergefallen ist. Mhm. Immer nachts, nachts um 5. Immer um dieselbe Uhrzeit. Immer um dieselbe Uhrzeit stand er auf und fing an, rumzurumoren, zu machen und zu tun. Katze ging gucken, Kater, wumm, großes Geschrei. Natürlich sind alle wach, können nicht mehr schlafen und hin und her. Und die rief völlig verzweifelt an und ich so, Gott, kann ich da überhaupt was erreichen? Mhm. Gut, warum machst du das? Erklärt, mit ihr gearbeitet. Hat sie was verstanden? Er hat aber auch, also der Kater hat auch begriffen, dass die Menschen nicht mehr schlafen können. Dass es vielleicht ein bisschen zu weit geht, was er da treibt. Mhm. Versucht, eine Lösung auch zu finden. Das, was er aufzeigen will, auch nochmal angesprochen. Was die Menschen zwar nicht ganz so verstanden hatten im ersten Moment. Wie gesagt, ja, vielleicht auch nochmal direkt auf den Kater zugehen, ihm sagen, wie toll er ist und dass er eben auch ein besonderer Kater ist, aussprechen. Vorbei. Also musst du auch manchmal ein ernstes Wörtchen mit den Tieren reden. Ja, das gibt es auch. Nicht nur mit den Menschen. Manchmal muss man dem Tier auch eine Situation erklären, sagen, komm mal, hör mal zu. Kannst du es mit unserer Katze auch machen, jede Nacht schreit. Ja? Wir haben mittlerweile da drei Katzen dann mit und dir. Zwei Hunde. Ja? Wir haben dann drei Katzen und zwei Hunde und irgendeiner mauzt immer oder meckert immer rum. Also die Nacht wird meistens zum Tag und morgens um 4 Uhr bist du dann so gerädert. Das ist also hoffentlich kannst du bald aufstehen. Ja? Also, das ist wie in einer großen Familie, wo Kinder, Eltern auch öfter... Also musst du denen klar machen, ihr habt jetzt von 22 Uhr bis 8 Uhr Sendepause. Also das geht nicht. Also das ist wirklich wie Kinder. Also da liegen dann zwei Katzen und ein Hund noch im Bett. Und wie groß man sagt ist das schon, wenn der zweite Hund kommt, dann kann ich rausgehen, ja, weil kein Platz mehr für mich ist. Aber die liegen dann auch wirklich so im Bett, dass sie sagen, jetzt ist meine Zeit. Ja? Ja, einer liegt im rechten Arm, einer liegt im linken Arm, einer liegt zu meinen Füßen und es ist dann wirklich so... Wehe, du bewegst dich. Ja, ich bin dann morgens steif, weil mir Knochen wehtun, weil ich so die ganze Nacht so gelegen habe. Ja? Das kann sich kein anderer Mensch vorstellen und jeder Nicht-Tierbesitzer sagt, wie bekloppt seid ihr, aber jeder, der Tiere im Bett hat, ich bewege mich nicht. Und die sind ja dann plötzlich auch unheimlich groß, diese Tiere, ne? Die wachsen. Die wachsen dann. Ja, wirklich. Also man hat dann noch so viel Platz und die so viel. Ja. Das stimmt. Also man muss dann schon ein großes Bett haben, um alle Tiere in einem Bett zu bekommen. Ja. Ich habe ein großes Bett. Wir auch. Ich ende immer in einem. Irgendwo an der Kante. Ne? Ja. Ja. Wenn man fragt dann auch immer, darf ich denn jetzt die Beine ins Bett tun oder muss ich die noch draußen? Bitte störe Carlo nicht. Ja, also das ist echt so. Ja. Das heißt aber auch ganz klar, dass die Tiere das dann auch verlangen. Wenn du den ganzen Tag weg bist, dann verlangen die definitiv und jetzt ist meine Zeit. Ja. Und wenn du die dann nicht annimmst, dann wird also richtig Spektakel gemacht. Ja? Ja. Also das ist schon... Und was ich sehr schön finde, Tiere schauen sich alles von den Tieren ab. Das können die. Ja, also das ist je nachdem auch toll, ja. Also je nachdem. Wenn kein Hund hört und keine Katze hört, aber das, was der andere an dem Mist macht, das macht der Nächste dann innerhalb von 14 Tagen auch. Da sind die lernfähig, ne? Aber wenn sie irgendwie was Gescheites mal machen wollen. Also das heißt, die kommunizieren schon.
mit Menschen, mit Tieren, ja, die können sich schon ganz klar wieder zu einer Einheit auch formen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und dann auch wirklich gegen den Menschen auch manchmal agieren und sagen, und sagen, alle macht ihr Tiere. Ja? Ja. So, aber für mich ist einfach wichtig, warum ist das so, dass Mensch und Tier sich so stark spiegeln? Woher kommt das? Wir lieben die Tiere und die Tiere bringen uns die bedingungslose Liebe entgegen, die wir oft bei Menschen nicht finden. Mhm. Andere Menschen wollen einen gerne immer verändern oder das stört mich an dem und das stört mich an dem. Man ist schnell am Rumkritisieren und Beurteilen. Und die Tiere nehmen einen erstmal so, wie man ist. Ohne Erwartungen. Ja, sie lieben einen einfach. Sie können auch sagen, hey du, das passt mir aber nicht und ich pinkel jetzt in die Ecke. Darf man nicht falsch verstehen. Aber trotzdem lieben sie einen. Und wenn sie etwas aufzeigen, wenn sie etwas spiegeln oder wenn sie vielleicht noch nicht mal die Krankheit des Menschen übernehmen, weil sie selber die Krankheit haben, aber man zieht sich eben an, ne? Gleich und gleich. Und dem Menschen dabei helfen wollen, das tun sie aus Liebe. Da braucht keiner Schuldgefühle zu haben. Das ist immer sehr schwer zu verstehen. Ja, sie tun es aus Liebe. Sie zeigen die Dinge aus Liebe auf. Dass sie einen aus Liebe nachts um 5 aus dem Bett schmeißen, ist auch für mich nicht nachzuvollziehen. Ja. Bedingungslose Liebe? Spontan kein Beispiel ein, wie immer. Aber wenn sie es zum Beispiel auf sich nehmen und sagen, ich bin lieber bei dir zu Hause, als dass ich das Haus verlasse, dann tun sie das aus Liebe und dann sollte man kein schlechtes Gewissen haben. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist man schon in der Verantwortung und Pflicht, das Beste für sein Tier zu tun und nicht irgendwo einzusperren, bloß weil ich es eben gerne da hätte. Ne? Ja. Das, also, man kann nicht alles darauf abschieben, denke ich. Also das heißt eigentlich, dass man immer wieder eigentlich auf sein Tier schauen soll, welche Stimmung in mir ist, welche Stimmung ich gerade auch habe oder wo ich vielleicht was verändern sollte. Also immer fände ich zu anstrengend. Minütlich. Naja, minütlich. Also man kann ja schon so im Tagesverlauf sehen. Aber man kann ruhig mal gucken. Ja, wie sich so ein Tier verändert oder wie sich meine Stimmung auch verändert. Ja, klar. Also da, glaube ich, ist schon ganz, ganz... Das kann man auf jeden Fall. Wichtig, ja. Also wenn mein Kater in die Gardine geht, weil ich mal wieder zu viel Fernsehen geguckt habe, dann weiß ich schon, jetzt wird Zeit. Das ist ein guter Indikator. Ja, das funktioniert immer. Ich weiß nicht, wie die Gardine aussieht, aber... Ich stehe schnell auf. Also das heißt schon, dass es auch so ist, dass Tiere, wenn wir gut drauf sind, auch gerne Dummheiten machen oder auch einfach mal albern sind. Klar. Sie sind einfach entspannter dann. Ne? Je nach Temperament machen sie dann Dummheiten oder auch nicht. Aber man merkt schon, die sind entspannter. Und wenn man selber unter Stress steht, dann, so kenne ich es zumindest von meinen Hunden, werden die auch echt unruhig und brennen hin und her und laufen hinterher und merkt man schon sehr deutlich. Hast du aus deiner Praxis noch irgendwelche Beispiele, wo du sagst, da manifestiert sich definitiv so, dass das Tier eine Krankheit von einem anderen übernommen hat? Was mal wirklich sehr, sehr krass war, eine Dame, die zu mir kam, die selber Unterleibskrebs hatte und ihre Hündin hatte dann eine Gebärmutterentzündung. Okay. Und beide mussten wirklich parallel ins Krankenhaus, also vielmehr der Hund in die Tierklinik, und parallel operiert werden. Das war jetzt so eine Parallele. Was das genau aufzeigen sollte, kann ich auch nicht erklären. Okay. Aber da war es einfach fast die gleiche Erkrankung. Das muss ja jetzt nicht immer so sein. Ne? Ja. Was die hat dann das auch wieder aufgefangen, praktisch so von seiner Krankheit. Vielleicht einfach nur aufgezeigt, noch nicht mal aufgefangen, aber aufgezeigt. Okay. Hast du das auch schon erlebt in Situationen, wo du sagst, okay, da ist eine Krankheit, die spiegelt sich im Menschen oder im Tier wieder? Also ich habe es in Tierkommunikation auch schon erlebt, dass das war, dass sagen wir mal bei Stress das Magengeschwür, dass etwas auf den Magen schlägt.
dass der Mensch Magenprobleme hat, irgendwas nicht gut verträgt, aber das Tier dann oft auch irgendwelche Essprobleme, Magenprobleme entwickelt hat. Das habe ich schon auch erlebt. Richtig Erkrankungen, Gelenkserkrankungen vielleicht, das gibt es schon häufiger. Oder dass einfach ein Tier mit einer bestimmten Erkrankung sich einen ganz bestimmten Menschen noch aussucht und zu diesem Menschen geht. Also es ist manchmal diese Parallelität, finde ich auch sehr beeindruckend. Das ist noch nicht mal, dass das Tier das übernommen hat, sondern dass wirklich gleich und gleich sich in dem Moment anzieht und beide an ihren eigenen Themen, die eben ähnlich sind. Da ist so eine Resonanz dann wahrscheinlich. Die Resonanz. Ne? Ja, genau. Was war das zum Beispiel? Was war das? Das waren Ängste, Existenzängste auch. Das war bei Epilepsie ist mir das auch einmal aufgefallen. Das war recht ähnlich. Also das Tier und Mensch Epilepsie. Ja, ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Bei Krebs auch. Also es kommt immer mal wieder so vor. Aber dann war das so, dass das Tier dann da reinkam und es krank war? Das Tier war schon krank, ja. Okay. Und entweder hat es der Mensch hinterher bei sich festgestellt oder er hatte das schon. Ne? Okay. Und dann ist da so ein, ja, die Resonanz, auch das Verständnis von dem Menschen für das Tier, von dem Tier für den Menschen auch. Das gibt es wirklich aus allen Blickrichtungen. Okay. Oder es ist jetzt nicht eine Erkrankung. Ich fand es trotzdem sehr schön, dass ein Mensch gar nichts mit weiblichen Tieren anfangen konnte, weil mit weiblichen Menschen, naja, überhaupt das Weibliche nicht so. Und was kommt in sein Leben? Natürlich eine weibliche Katze, die ihn da echt anpackt, genau an diesem Punkt. Und er dann doch sagen musste, oh wow, doch, an der ist ja was dran. Und so an die Weiblichkeit wiederum rangeführt wurde. Nicht, dass er jetzt eine Frau werden sollte, sondern einfach nur sich mit dem Aspekt auch beschäftigen sollte. Ne? Das fand ich auch sehr interessant. Ne? Also es lohnt sich wirklich, dahin zu schauen. Es kann spannend werden. Also ich weiß, ich wollte nie eine Hündin haben. Ja? Ich wollte immer nur einen Rüden haben. Und habe dann doch irgendwann... Wie heißt dein Hund doch gleich? dann war sie doch auf einmal da. Ne? Und das war, und heute würde ich sie nicht mehr missen wollen, sage ich jetzt einfach mal. Dass sie so am Herz gewachsen ist, dass ich sage, klasse Hündin. Ja? Und ich die Vorurteile einer Hündin wirklich abgebaut habe. Ja? Ich habe immer gesagt, oh, die sind zickig, die sind schwierig, ja. Die hören nicht und, ja. Aber sie hat mich eines Besseren belehrt. Ich meine, sie ist heute auch noch immer zickig, ja, aber... Also sie hört. Aber sie hört. Sie ist klasse, ja, und sie ist echt mein... Also sie reagiert auf alles, wie es mir geht, reagiert sie, ja. Also ich bin Sonntag die Treppe 2 Stufen runtergefallen, hat mir wehgetan und sie stand sofort neben mir und leckte mir mein Gesicht, als ob sie sagen, ist nicht so schlimm, kannst wieder aufstehen, ja, so. Klasse. Ne, das ist toll. So, aber sie ist auch sehr stark mit mir verbunden, sage ich jetzt einfach mal. Wo du das so sagst, kommt mir gerade auch. Es gibt zum Beispiel oft Katzen, aber Hunde machen das auch. Wenn ein Mensch sich schlecht fühlt, irgendwie gerade Grippe, Husten entwickelt, dass sie sich genau auf die Stelle legen. Ja. Ne? Das finde ich auch ganz klasse. Die behandeln dann ganz aktiv, glaube ich. Ja, denke schon. Aber das ist natürlich auch was Tiere machen. Ja? Ich kenne das mit meinen Energiebären zu Hause. Ja? Wenn die krank sind, Energiebären, ja, das sind Stoffbären, ja? Die wirklich Energie drin haben. Ja. Und wenn ein Tier krank ist, dann liegen die auf diesen Bären. Ja, die können auch auf andere Kissen gehen. Ja, ne? Aber dann können überall gehen. Ja? Der liegt dann im Bett. Ja? Und dann gehen die wirklich dahin und legen sich dann auf. Sonst ist der Bär so... absolut egal, aber wenn die nicht 100% in Ordnung sind, dann liegen die da auf dem Bären. Ja? Klasse. Und der wird auch nicht kaputt gemacht. Ja. Der wird geliebt. Das ist viel zu wichtig. Ja. Nee, aber es ist schon so. Also man sollte wirklich mehr auf sein Tier einfach mal Obacht geben, wie er reagiert, was er macht, wie er agiert zum Beispiel. Ja. Ob er draußen
wenn er immer hört, auf einmal nicht mehr hört oder was, das ist dann auch einfach so eine Sache, wo man einfach mal sagen muss, hey, was ist da im Moment? Wenn man diesen Aspekt des Spiegelns wirklich beachtet, dann ist es ja auch spannend für unseren eigenen Lebensweg. Ne, denn wenn man mal drauf schaut und auch wirklich versteht, was das Tier vielleicht zum Ausdruck bringt damit, kann man ja für sich selber auch vielleicht irgendwelche Probleme auflösen oder eher sehen, wie geht es für mich weiter, welche Schritte muss ich jetzt tun. Oh, ja. Und wenn wir die dann getan haben und dem Tier geht es plötzlich wieder gut, wissen wir, das hat gestimmt. Ja. Das ist schon echt spannend. Also das ist schon so ein ganz großes Thema, glaube ich, einfach auch. Ja? Das geht auch in, man muss nicht gleich immer ein Lebensthema draus machen, aber ich weiß noch, bei meinem alten Pferd, bei Shining, da bin ich zu ihr auf die Koppel, stressreicher Tag, eigentlich noch so am Grummeln, was alles da gewesen ist. Und da sagte die, wie bist denn du drauf? Und tschüss. Ja. Ich so, oh, das kann jetzt nicht wahr sein, ja, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Mhm. Ne? Du kommst jetzt her. Ich komme nicht her. Beruhig du dich erstmal, ne? Ja. Ich dachte, okay, wie war das doch gleich? Komme ich mal genau. Hingestellt, umgemacht. Erstmal so den Tag Revue passieren lassen, habe sie auch gar nicht mehr beachtet. Ja, schniff, schniff, plötzlich war sie da. Mhm. Da wusste ich, okay, jetzt können wir anfangen, jetzt bin ich wieder runtergekommen. Mhm. Das geht auch so schnell in kleinen Dingen, ne? Ja. Finde ich total schön. Mhm. Also das heißt, die Tiere zeigen uns schon ganz viel. Wir müssen nur einfach mal immer mehr drauf achten. Ja. Ja. Ne? Und nicht immer so sagen, warum sind die jetzt so oder warum nerven die jetzt einfach noch? Ja? Mhm. Und einfach mal schauen, was ist denn da gerade so? Ja? Das ist ein Geschenk für uns. Es kann ein Geschenk sein, wenn man das so macht. Mhm. Ja. Und gerade, wenn ich glaube, ganz massiv ist es bei Tieren, die einem sehr am Herzen gewachsen sind, dass die einem noch mehr zeigen. Gerade die. Man hat ja immer so seine Lieblingstiere, sage ich jetzt einfach mal, wenn man mehrere hat. Das ist immer eins, das ist immer noch ein bisschen näher wie das andere, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ja. Und jedes Tier hat ja seinen eigenen Charakter auch. Ja? Auf jeden Fall. Ja. Nur wenn es dem Tier dann ausgerechnet schlecht geht, dann finde ich es also persönlich geht's dann echt schlecht. Ja, auch schwierig zu sehen, was will der mir jetzt zeigen? Ich will ja, dass es ihm erstmal besser geht. Dann braucht man vielleicht wirklich nochmal einen Gesprächspartner jetzt. Ne, eine dritte Meinung, also einen Außenstehenden. Oh, ja, denn ich wichtig. Merke, wenn mit meinem Paco was ist, dann stehe ich echt auf dem Schlauch. Das ist... Es ist nicht komisch, bei sich selber kommt man einfach da nicht drauf. Ne? Wobei ich auch glaube, dass jedes Tier, wenn man so mehrere Tiere hat, einem irgendeine Sache spiegelt. Ja. Also von jedem ist so ein Teil einem selbst irgendwo drin, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Vielleicht auch je nachdem, mit welchem Teil welches Tier so in Resonanz geht, um bei dem Wort zu bleiben. Also das ist schon so. Also wenn man mehrere Tiere hat, hat man dann echt was zu tun, ne? Ständig Ja, ja, ne? Also ich habe einen Kater, der ist so richtig cool, ja, der wird nur beim Essen richtig heiß, ja. Dann kann er klauen ohne Ende, ja, da muss man schneller am Teller sein wie die Katze. Unsere Püppi, also unser Weibchen von Katze, die ist immer agil und immer auf Action aus und braucht einfach immer Power, ja. Und das ist so... Das sind so ein Mix. Mhm. Das ist, glaube ich, schon so, wo man sagt, okay, ja, das ist so schon wichtig. Christiane, wenn man jetzt sagt, okay, Tierkommunikation, will ich mehr von wissen, ich brauche Hilfe, ja, ich habe gerade so ein Tier, was sehr störrig ist, ja, und ich komme da nicht hinter, was da los ist, wie kann man dich erreichen? Telefonisch 0241 9578 5672 oder im Internet www.tierwohlgefühle.de. Okay, und darüber kann man dich dann erreichen, Fragen stellen, Termin ausmachen und. Ganz genau. Okay. Martina, wo kann man dich erreichen? Du kommst aus Köln? Aus Köln, genau, Wie kann man dich erreichen, wenn man sagt, okay, ich brauche eine Tierheilpraktikerin? Telefonisch 0221 594 8069 oder per E-Mail natürlich auch, das ist die E-Mail-Adresse sheila@tierheilpraktikerin-köln.de. Und Webseite hast du auch, ne? Ja, genau, das ist dann www.tierheilpraktikerin-köln.de. Bei Facebook seid ihr auch? Nein. Du nicht, aber du wo ja, auch unter? Mit Tierwohlgefühle, Tierwohlgefühle, okay, also auch da ist man erreichbar. Was würdet ihr den Zuschauern jetzt noch so als Abschluss einfach mitgeben wollen? Habt Spaß mit euren Tieren. Ja. Okay. Also Tiere beobachten, Tiere einfach mal schauen,
was sie einem sagen, mhm, was sie einem zeigen. Und hab bewusste Momente mit euren Tieren. Ja. Wenn ihr sie streichelt, dann auch wirklich fühlen. Ne, ich kenne das selber, ja, streichel mal und gut ist. Nee, also wirklich auch den Körper spüren und, ja, und das, was von den Tieren ausgeht, deren Stimmung, mhm, sich mal ganz drauf einlassen. Mhm. Also ja, wirklich hinsetzen und sagen, okay, jetzt ist Tierzeit, ja, jetzt, mhm, ist, mhm, einfach die Zeit, genau, für die Tiere, egal wie viel man hat, dass, mhm, man sich wirklich muss mal... Muss ja nicht stundenlang. Kann ja nur 5 Minuten, ja, am Tag sein, aber die, ja, aber mal die ganz bewusst einfach, mhm, für die Tiere, ja, da sein und einfach mal schauen, wie die Tiere auch reagieren. Ich fand es eine wahnsinns lustige Stunde, aber auch eine sehr interessante Stunde. Ja. Ich danke euch von Herzen, dass ihr hier wart. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder zu Tierisch Aktuell, wenn Sie möchten, nächste Woche.